Erinnerungen an eine Zeit auf hoher See. Manfred Dorschner war Mechaniker, Bereitschaftspolizist, Maschineneinsteller und SPD-Stadtrat. Wer aufhört zu träumen, hört auf zu leben. Von was träumen Sie? Ich träume eigentlich vom Wasser, Meer, von der gewissen Freiheit, die draußen herrscht. Mit 26 hatte er das Leben hier satt, fuhr nach Hamburg, verdingte sich als Hafenarbeiter und wurde Seefahrer. Als rechte Hand des Ingenieurs war er in der ganzen Welt unterwegs. 4 Jahre. Neufundland, Madagaskar, Russland, Afrika, Venezuela. Einmal sogar 8 Stunden auf einem leckgeschlagenen Schiff, das dann unterging. Der Leidenschaft tat's keinen Abbruch. Mich reizt immer und besonders schlimm ist es im Frühjahr und im Herbst, wenn die Stürme losgehen. Dann geht das Kribbeln los und dann so richtig Fernweh. Ich bin zwar gern zu Hause, aber das andere lockt und reizt, das Ungewisse. In seinem Keller hat er gesammelt, was die Reisen hergaben: Erinnerungsstücke an Seefahrten und Landgänge. Anderes hat er vom Flohmarkt zusammengesammelt. Ein kleines Reich aus unzähligen Fundstücken. Inzwischen 75 leidet Manfred Dorschner an Parkinson, ist eingeschränkt in seiner Mobilität. Was er erlebt hat aber, das kann ihn keiner nehmen. Man lernt, wenn man draußen ist. Man kann mit der Gewalt leben. Und wenn du ein Versager bist, dann gehörst du einfach nicht dazu. Und so ist auch jetzt mit meiner Krankheit. Nicht die Krankheit besiegt mich, sondern ich die Krankheit. Und da hilft mir eben das ehemalige Seemannsleben sehr. So wird ein Keller zur Kajüte, ein kleines Haus zur weiten Welt und eine Krankheit nur Nebensache.